Hallo und willkommen heute wieder aus dem La Cucina in Hannover, diesmal am Egli. Wir kochen für euch heute ein ganz besonderes Risotto. Für 4 Personen braucht ihr dazu 300 Gramm Risotto-Reis, ungefähr 250 Milliliter Weißwein, 1 Liter Gemüsebrühe, 2 Schalotten und Tomaten und Basilikum zum Garnieren. Zum Verfeinern benötigt ihr dann noch Parmesan und Butter. Zur Vorbereitung schneidet ihr eure beiden Schalotten in kleine Stücke. Ihr gebt nun 4 Esslöffel Öl in den One-Pot. Ich habe heute spezielles Basilikumöl, welches noch den Geschmack unterstützt. Zum Andünsten der Zwiebeln wählt ihr die Menümix-Funktion und wählt dann Braten aus. Und stellt dann auf Start. Okay, nun kommt euer Risotto-Reis dazu. Zum Ablöschen gebt ihr 250 Milliliter Wein dazu. Wenn der Risotto-Reis den Wein komplett aufgenommen hat, füllt ihr nach und nach Gemüsebrühe dazu, bis der komplett den Reis überdeckt. Und damit auch nichts anbrennt, setzt ihr das Mixpaddel in den Deckel und klappt danach den Deckel zu. Mit der Menümix-Taste wählt ihr die Funktion Reis aus, stellt die Minuten auf 20, dann auf Start und erneut auf die Menümix-Taste, um das Paddel zu aktivieren. Statt normaler Butter nehme ich dieses Mal Kräuterbutter, um die Geschmacke einfach noch ein bisschen mehr zu verstärken. Euren frischen Basilikum, den ich vorher in kleine Stücke geschnitten habe, packt ihr nun dazu und fügt dann noch den Parmesan hinzu. Und guten Appetit!